Mit X-Plane 10 auf einem Mac ist es ganz gut, wenn man zusätzliche Geräte hat. Überhaupt ist es schön, beim Fliegen mehrere Ansichten zu haben. Hier sehen wir auf dem Hauptschirm meinen Flugplatz Düsseldorf, wo ich mit meinem Hubschrauber starte. Auf dem Nebenschirm habe ich das Radar und kann dort genau sehen, wer wann wo fliegt. Zusätzlich nutze ich auch die kleinen Helfer von Apple, nämlich das iPad und das iPhone. Bei dem iPad benutze ich besonders gerne den X-Mapper oder X-Mapper Lite. Der X-Mapper hat den Vorteil, dass er auch noch einen Track zeichnet, wo man fliegt. Hier sehen wir auch den Flughafen Düsseldorf und in der Mitte das kleine Flugzeug, was genau anzeigt, wo ich mich befinde. Dies ist besonders interessant, weil ich kann so alle Pflichtmeldepunkte relativ schnell finden beim An- und Abflug. Besonders hilfreich ist auch das iPhone nebenher. Mit der App AirTrack kann ich hier ein EFIS simulieren. Das EFIS hat unter anderem die Anzeige für die gesamte Kommunikation. Wenn ich hier mal auf Kommunikation gehe, kann ich hier sehen, dass ich zum Beispiel den Transponder habe. Ferner kann ich natürlich auch auf die Kommunikationsdaten gehen, die Funkkanäle COM1, COM2, die ich hier auch natürlich sofort eingeben kann. Und übernehmen. Genauso wird es zum Rüberschieben in den aktiven Kanal. Ferner ist es ganz interessant, weil wir hier auch noch den ADF einstellen können, wenn wir die ATC-Funkfrequenzen abfragen für diverse Positionen, wo wir uns befinden. So, ich gehe wieder zurück auf mein EFIS. Hier habe ich natürlich die Anzeige des künstlichen Horizonts, die Flugrichtung und natürlich auch die Geschwindigkeit links und rechts die Höhenangabe. Unterhalb der Höhenangabe ist natürlich auch der Luftdruck ablesbar. Dies sind Faktoren, die beim Fliegen wirklich interessant sind.